Meine Damen und Herren, liebe Freunde, heute wende ich mich nicht mit einem politischen Thema an Sie, sondern mit einer kurzen persönlichen Sache. Am letzten Freitag im Plenum war die Regierungserklärung und ich durfte als Fraktionsvorsitzender auf Herrn Söder antworten. Und danach haben mich so viele E-Mails erreicht und andere Zuschriften wie sonst noch nie, fast alle positiv. Und ich habe eine ganz kleine Auswahl davon mal ausgedruckt und mitgebracht. Da möchte ich mal was vorlesen, weil sowas bestärkt uns natürlich in unserer politischen Arbeit und gibt ein bisschen Kraft und Zuversicht, weil wir sind ja unter medialem Beschuss, nicht nur der meisten Medien, gerade der Staatsmedien, sondern auch der Altparteien als einzige Opposition, die hier wirklich Widerworte gibt. Ich lese mal was vor, natürlich ohne Namen. Sehr geehrter Herr Hahn, vielen Dank für die mutigen und sachlich fundierten Redebeiträge im Parlament. Bitte machen Sie weiter so. Oder hier etwas, gerade, sehr geehrter Herr Professor Hahn, gerade habe ich einen Ausschnitt Ihrer Rede im Bayerischen Landtag im Fernsehen gesehen und es war wohltuend, Ihre Worte zu hören. Ich möchte Sie darin bestätigen, weiter kritische Fragen und Anmerkungen einzubringen. Es grüßt Sie, Frau Dr. Sowieso aus Heidenau. Dann Herr Professor Hahn, etwas längere E-Mail, eine ganze Seite, ich lese mal nur zwei Abschnitte. Es ist sehr schade, dass sich kaum jemand gegenüber unseren Machthabern, allen voran Herrn Söder, kritisch äußert. Darum bin ich Ihnen sehr dankbar. Oder bitte kämpfen Sie und die AfD weiter für unsere Menschenwürde und unsere Menschenrechte. Viele Grüße aus dem Unterallgäu, ein Ehepaar. Ja, jetzt vielleicht noch als letztes etwas, was auch jetzt häufiger kommt. Sehr geehrter Herr Hahn, ich bin keine Sympathisantin der AfD und kein Mitglied. Aber ich sah gerade Ihre Rede zu dem irrwitzigen politischen Verhalten in dem seit Monaten andauernden Corona-Drama. Danke, danke, ich stimme Ihnen in den von Ihnen aufgeführten Aussagen voll zu. Mit großer Sorge und freundlichen Grüßen. Ja, ich sage natürlich auch danke für all diese Zuschriften und Kommentare, auch auf den sozialen Netzwerken, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Die habe ich gar nicht mal heute alle mit dabei, sondern eben nur die E-Mails. Sie können das auch auf unserer Homepage abrufen. Insofern vielen Dank für die Kommentare. Bleiben Sie weiter kritisch, bleiben Sie weiter bei der Sache und wir informieren oder ich informiere Sie gerne weiter. Vielen Dank, beste Grüße aus dem Bayerischen Landtag. Ihr und euer Ingo Hahn.